Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Eine weitere Episode in unserem Let's Play Tomat, Let's Play Together the Forest. Kodiak ist natürlich auch wieder mit dabei. Jo. Er läuft immer noch mit Tauchausrüstung. Wir haben es aus der Höhle geschafft. Und ja, Kodiak wollte mal erklären, was jetzt so sein weiterer Plan ist, was Expedition angeht. Genau. Also eigentlich Ich hab einen Topf gewammelt. Okay. Also eigentlich wollte ich das auch gar nicht so genau erklären. Ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn Floschi das mal übernommen hätte, aber da ich mir ziemlich sicher bin, dass er das eh nicht hinbekommt, habe ich halt überlegt, ich mache es einfach. Und zwar habe ich beim Studieren der Map von The Forest gesehen, dass es hier ganz in der Nähe ein Schiff gibt, auf dem man den Crossbow findet. Und den würden wir uns ganz gerne jetzt nochmal kurz holen, bevor wir unten in die Höhle reingehen und es dann wahrscheinlich, ich tippe mal, Richtung Endgame gehen wird. Deine Mutter. Was denn? Was ist passiert? Du musst mir hinterherlaufen. Erstmal muss ich jetzt einen Pilz essen. Nein, die sind giftig, Junge. Du checkst auch gar nichts. Viele Pfeile sind hier. Ja, ich habe auch irgendwie so 40 Stück mitgenommen. Weißt du, was auch eine gute Idee ist, was wir machen könnten? Wir könnten zu diesem Schiff im Süden, da gibt es nämlich den Crossbow, den können wir uns einfach holen. Was hältst du davon? Nee. Deine Pläne sind grundsätzlich scheiße. Guck mal, das müsste schon die Höhle sein. Ich hoffe, dass wir da hinschwimmen können. Meinst du Insel oder Höhle? Naja, da ist die Insel und auf der Insel müsste eine Höhle sein und da müsste man dann theoretisch den Crossbow bekommen. Aber also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da jetzt direkt hinkommen. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es Haie in diesem Spiel. Oh. Also. Okay. Das wäre natürlich jetzt nicht so ganz gesund, ne? Ah, guck, da ist auch schon einer. Moin moin. Ein Hai? Ja. Aber der ist, glaube ich, nicht mehr ganz so gefährlich. Ach, der. Der Hai sieht müde aus. Hai müde, Hai schlafen. Ach, mein Kopf. Hey, Lutscher. Nein! Alter, ist das riesig. Nimm noch mal in die Hand. Nee. Guck mal hier, wie groß. Hallo, ich sehe kaum was. Ja, komm. Wir probieren es mal, darüber zu schwimmen. Was ist das hier? Was ist was? Noch einer. Ist er vom Himmel gefallen? Sharknado war hier am Start. Schwimm du mal vor und guck mal, ob du überlebst. Ich schwimm mal vor. Ich guck mich mal um. Ich bastel uns hier schon mal einen Speicherstand. Ja, dann lass uns ein Floß bauen. Komm, wir bauen ein Floß. Das geht ja schnell. Ja, oder so. Ich komm zurück, moin. Wo war das denn? Hier, kleines Floß. Ist ein kleines Floß, okay? Baumstämme. Hier Seile. Kannst du noch ein Seil rein tun? Ja. Stöcke sind auch schon dran, da brauchen wir noch 4 Baumstämme. Geil. Geil. Hammer. Nee, Baumstämme. Ja. Baumstämme. Idiot. Emma. Ich fäll mal eben 2 Bäume, dann kannst du schon mal. Laufen, ja. Bitte in die richtige Richtung. Vollidiot, ey. Komm schon, fall in die Richtung! Boah, bist War du ein gebraucht. Amateur, ey. Junge, ey. Schaffe Häusle baue. Oder schaffe Flößle baue. Flößle? Ach, Flößle. 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 Vielleicht sollten wir gleich noch mal kurz was jagen. Weil ich habe nicht mehr so viel mit. Ich habe noch 2-mal getrocknete Eidechse. Hast du denn in der Höhle die ganze Schokolade eingesammelt? Ja, klar, sicher. Ja, dann hast du doch die ganze Schokolade. Die habe ich aber schon aufgegessen. Sieht dir natürlich ähnlich, aber da hast du Pech gehabt. Dann bist du jetzt mal ausnahmsweise auf Diät. Nicht, dass das bei dir was bringen könnte, aber... Ich glaube, ich könnte sowas auch nicht, Diät. Nee. Wie wird das geschrieben? Dafür genießt du viel zu sehr. Nein, ich atme einfach nur weg. Schlürf. Los, bau mein Floß fertig. Bin ja schon da, chill mal. Hast du noch einen Baumstamm? Du fährst. Du fährst. Nein, du fährst.
Wieso bewegt es sich nicht? Das weiß ich nicht, weil du zu dumm zum Fahren bist. Vielleicht. Es dreht sich bei mir nur im Kreis. Warte, geh mal weg da! Oh mein Gott. Hä? Du bist so ein Amateur, ey. Das ist schon fast peinlich, mit dir zusammenzuspielen. Pass auf, ich schlitz dich sonst auf. Aua, lass das. Lutscher. Okay. Ja. Wie lässig du hier paddelst. Cool. Wahnsinn, oder? Jo. Wahnsinn. Ich hoffe mal, dass wir, wenn wir gleich aus der Höhle rauskommen, unser Floß noch dasteht und dass ich geklaut wurde. Das wäre lustig, wenn das da weg ist. Weil neues Bauen wird schwierig auf der Insel. Yep. Ich habe so das Gefühl, dass da zu wenig Bäume geben wird. Wir haben jetzt hier Treibgut vor uns. Ist das denn ein Motorrad oder was? Was ist das? Treibgut, genau. Das sieht so aus. Was soll das sein? Was soll das sein? Ich habe es mal direkt, ich habe es mal angelandet. Korallen, okay. Was ist jetzt hier der Eingang? Hallo? Höhle. Eingang? Hier gibt es einen Höhleneingang? Eigentlich soll es einen geben. Aha. Das ist wahrscheinlich wieder Bullshit erzählt. Aber vielleicht ist das auch ein Tauchereingang, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, Flaschi. Ich kann es dir nicht sagen. Ich nicht. Ich baue uns jetzt hier erstmal so einen kleinen Unterstand hin. Warum? Nicht? Feuer muss auf jeden Fall mit. Okay, da muss ich mal kurz gucken. Jetzt muss er wieder schummeln. Ah, okay, die ist tatsächlich im Wasser. Also die müsste irgendwo. Welche Seite denn der Insel? Wenn du von der Land. Ja. Nice Osten. Geh hier mal ins Wasser. Hier müsste die irgendwo sein. So, Map kommt weg. Und tschüss. Also ich weiß nicht, wie gefährlich diese Haie sind, ne? Das weiß ich auch nicht. Hier ist auf jeden Fall das Wrack, das große. Bisschen Panik vor diesen Haien. Ja. Chill mal deine Base, Junge. Chill mal deine Base. Okay. Ich passe auf, dass wir keine Möwen uns angreifen. Ja, okay. Kommt nämlich schon bisschen, eine. Bisschen trüb hier. Okay, ich bin jetzt hier. Okay. Zack, erste Möwe habe ich erledigt. Dann gehe ich mal hier rein. Ja, so ist gut, Danny, sehr gut. Schildkröten! Wie cool ist das denn? Neues Tier entdeckt. Ich hier mal weiter. Hier bin ich jetzt in der Höhle drin. Oh, das war okay, ein Panzer, jetzt bin ich in der Höhle. Alles klar. Also du musst mir auf jeden Fall gleich hinterherkommen, ne? Sonst kriegst du den Crossbow nicht. Also ist da alles safe oder was? Hier ist soweit alles safe. Also bei mir war jetzt kein Hai dabei. Na gut. Du musst jetzt quasi zur Spitze, du tauchst da runter ins Wasser, dann siehst du da ein ein Schiffwrack. Da tauchst du bis zum Bug dieses Schiffwracks. Der Bug ist vorne übrigens. Und wenn du dann da angekommen bist, dann siehst du da so ein kleines Loch im Boden. Da musst du runtertauchen. Und da musst du einfach immer weitertauchen und weitertauchen. Irgendwann kommst du dann da an, wo ich gerade bin. Du hast aber noch nichts aufgesammelt, oder was? Nee, bis jetzt noch nicht. Jetzt kann man durch. Das ist ziemlich sandig hier, du, ne? Oh. Gegen's ah, jetzt habe ich den Crossbow gefunden. Bist du im Boot drin, ne? Ich bin im Boot drin, ja. Diese da vorne im Bug ist eine kleine Vertiefung. Okay, was ist das? Okay, ich bin jetzt schon mittig. Ich glaube, ich muss mein Ding ins Wasser. Hast du ein neues Baurezept gefunden oder was? Ich glaube, ich muss vorher nochmal zurück und nochmal kurz einmal mein Tauchausrüstungs-Moped auffüllen. Kann man irgendwie nicht im Wasser, wa? Ich
denke nicht, ne. War der Bug denn direkt Richtung Insel oder war der? Nee, von der Insel abgewandt. Du tauchst quasi ins Heck rein vom Schiff. Also zumindest sah das so aus. Es war schwierig zu sehen unter Wasser. Es mag sein, dass ich mich eventuell geirrt habe, aber auf jeden Fall musst du vom Strand wegtauchen. Sonst komme ich jetzt zurückgeschwommen, hol dich ab, da du es ja anscheinend mal wieder nicht schaffst und dann. Richtig, ich brauche einfach jemanden an meiner Hand. Genau. Gut, hier ist ja. Wand, hier können wir nicht. Ja. Also du musst ein Stück hochtauchen dann. Wenn du an die Wand an der Wand angekommen bist, musst du nach oben tauchen und da ist dann irgendwo so eine Vertiefung im Wasser. Ja, hier ist so quasi so ein Loch. Da so eine Luke da, müsste da sein. Genau, eine Luke. Da bin ich rein. Ja, und dann weiter. Dann kommt unter der Luke noch eine Luke. So, ich tauche jetzt wieder nach oben, dann müsstest du mir jetzt gleich eigentlich entgegenkommen. Ja, du bist jetzt fast da. Ach da, lol. Du bist so ein Opfer, ey. Ja, jung. Ja, da jetzt einfach bis zum Ende tauchen, dann kommst du halt, dann kommst du quasi raus, bei dem Crossbow, dann holst du den Crossbow ab, da kannst du noch ein, glaube ich, neues Rezept findet man da, was man bauen kann. Das sah irgendwie aus wie eine Kirche. Und ein paar Armbrustbolzen und dann kannst du wieder rauskommen. So, ich wurde von keinem Hai angegriffen, sehr schön. Finde ich sehr gut. Ja, das ist ja schon irgendwo ein Feuer gemacht, oder? Ja. Okay. Irgendwas ist hier, glaube ich, in der Höhle. Ich habe mir gerade in die Hose gekackt. Warum? Weil ich hier riesige Dampfgeräusche höre. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder Buggy. Du hast einen. Okay. Was denn? Ja, irgendwas ist hier laut und ich habe Angst. Danny, ich brauche mein Schild. Ja, nee. Also, Rezept meinst du, hast du gefunden? Das, da war irgendwie so ein Ding, dass irgendwie, da ist eine Kirche drauf gemalt gewesen und da waren Ressourcen, die man dafür braucht. Das sah irgendwie aus, als ob man da irgendwie was Neues bauen kann. Hallo. Oh, fast gestorben. Okay. Crossbow habe ich jetzt. Wo ist der Crossbow? Wo ist der Crossbow? Da ist der Crossbow. Nee, keine Ahnung, Alter, da. Noch ein Stuhl. Was denn? Man kann sogar ein Katapult bauen, nice. Das sieht ja mal cool aus. Gut, dass ich die Sachen jetzt aufs Feuer geschmissen habe. Ich komme jetzt einfach raus. Aber das Fleisch, das verdirbt schon recht schnell, wenn man das nur im Inventar hat, ne? Ja. Das stimmt wohl. Also ich hatte da gerade irgendwie, vielleicht gerade vorhin Hasen. Aber die waren recht schnell gebohrt. Port und Fort. Port und Fort, hier oder? So, ich bin schon wieder am Floß, ich fahre mal los, ne? Ja, ja, okay. Bitte. Kurz orientieren, wo die Insel ist, da. Ey, du Bauer. Na ja. Ja, komm her, du Lappen. Boah, ich kann im Wasser springen, wie hoch auch. Warte. Ich bin ein Delfin. Hey. Nein, bist du nicht. Du bist hässlich. Los! Oh, Sole mio! Weiter weiß ich leider nicht. Das hört sich auch kacke an. Hä? Gut, jetzt haben wir den Crossbow.
Ja. Jetzt können wir theoretisch runter in die Höhle. Jetzt müssen wir natürlich nur noch einen Weg finden, wie wir in den Hier ist Krater ein kommen. Hai unter uns, guck mal. Was, wo? Ah, hier. Halt mal an, dreh dich mal um 180 Grad. Oh ja. Crossbow. Oh, du bist so ein Opfer, ey. Ja, Junge, der Hai ist doch weg. Ja, was willst du denn mit dem Hai? Ich will den töten. Womit? Mit der Schaufel oder was? Mit meiner Shotgun hast du die nicht bekommen? Los. Los, Ruder und du Sklave. Muss die Trommel machen. Bum, 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 bum. Hier, da rennen Typen rechts am Ufer. Ja, die holen wir Ganz uns. viele Typen. Die warten auf uns. Na, ich Ey, finde wartet auf uns! Die hauen ab, die Wie Schweine! viele sind das? Acht Mann. Stück? Ach, das waren fünf. Ja, rechts sind da immer noch welche. Eins, zwei, drei, Ja, okay, es sind vier. sechs. Es sind drei rechts. Mal den Crossbow testen, oder? Du hast nur 15 Pfeile oder so. Ist Ich meine, mir hier hat das 15 Pfeile. scheißegal. Jeder kommt da wieder angerannt. Moin! Hallo! Wir sind Freunde. Hey, nun bleib doch stehen! Wir sind Freunde! Hallo? Boah, bis man den nachgeladen hat, ne? Da kann ich mal lieber mit dem Katana zerschnetzeln, ey. Was bist du denn für eine Kalkleiste? Komm her, du Kalkleiste, du! Ja, renn ruhig, hol deine Freunde, kein Wir Problem. warten ja. Okay. Das war ich diesmal nicht. hol deine Freunde doch nicht. Bleib weg, bleib weg. Hier sind sie. Die Huren. Ich hol meinen Bogen. Hier ist euer Kollege, bitte. Na! In den Kopf oder was war das? Oh, Junge, beweg dich nicht so viel. Pass auf, hinter dir. Junge. Oh, noch ein Da Headshot. scheint hier so ein Priester zu sein. Oh, Hinter hinter dir. uns. Du kleine Schlampe. Ohne das viele. Aber Und ein Brustschuss. Und noch ein Brustschuss. Komm, Heddy. Na, zu hoch. Komm schon. Kill your base. Und da ist er Aua. down. Und, oh, das war nur ein Armschuss. Oh, Nadelkissen wird der hier gerade. Oh, der war daneben. So, ich muss mal meine Pfeile wieder zusammensammeln hier. Wow, wo kommt der denn her? Moin, mein Freund. Da kommen noch mehr, ey. Drei Stück. Ich nehme mal, nehm mal Katana. Ich nehme mal Katana. Komm, ich hole mir rechts. Komm her. Oh, ja. Oh, ist er down. Komm, komm her. Nee, Komm nee. her, Hallo? Gollum. Komm her. Komm her. Hallo. Komm. Ja, haut ab. Heute gibt's einmal Geschnetzeltes und einen kleinen Salat. Zack, zack, zack. Und. Also Leute, ich will ja mal nicht viel sagen, aber ihr habt verloren. Aber das hat mich ziemlich viel Rüstung gekostet, glaube ich. Ja, war nicht der brillanteste Kampf, den wir bis jetzt geführt haben. Ne, aber es waren das. Jetzt sind wir auch hier so ein Typen mit, du. Wir brauchen mal wieder Knochen, dass wir uns zumindest mal Knochenrüstung basteln können. Wie wäre es, wenn wir uns hier mal kurz. Ja, dann schmeißt die hier drauf. Oh, ein Feuerchen. Ich hole dich schon mal alle ran hier. Meinst du, da reicht so ein kleines Feuer? Mal gucken. Ja, oh, reicht. Guck, die sind schon direkt am Kuckeln. Lalala, heute gibt es lecker Gulag. Zack. Was? Brenne! Nicht, dass hier noch die Fliegen kommen, ne? Ah, jetzt wird's schon wieder dunkel, verdammte Axt. Ach komm, egal. Trotzdem wir jetzt eben noch hier. Wir haben ja jetzt zumindest den Crossbow schon mal. So, guck an. Leckeres Feuerchen. Fängt gleich an gut an zu riechen. Ja, da oben steht schon wieder einer auf dem Hügel. Der hat wahrscheinlich auch Hunger bekommen. Ja, Ja, komm rüber hier. wir Komm können jetzt rüber. mal, warte mal, gucken, ob die Armbrust so eine Reichweite hat. Oh, rechts von dir, rechts von dir! Das ging in den Kopf. Alter, du Hure! Alter. Alter! Ihr Huren! Ich Ich glaub hab nicht jetzt Hunger. selber. Okay. Alter. Er läuft bei denen. Alter, wie viele sind das jetzt auf einmal wieder hier? Er hält auch ganz schön viel aus, wie der Kollege.
Komm her. Komm her. Du brennst. Bist du durchs Feuer gerannt? Ja. Alter. Er ist down. Da sind noch hier zwei. Die beiden Schlappen da unten, die stehen da noch. Mit Knochen, ey. Knochen mehr. Ich kann keine Knochen mehr tragen, verdammte Axt. Da ist wieder einer aufgestanden. Tschüss. Dein Schnauze da. So, was brauchen wir nochmal? 6 Stück, 3 Stoff. Ach Quatsch. Ja. Scheiße. Hast du jetzt alle Knochen hier wieder eingesammelt, du Lumpido? Nee, das sowas würde ich niemals tun. Gut, wir haben alle gekillt. Wie viele Möwen sind denn noch hier? Was ist denn mit denen? Die Armbrust gefällt mir. Hast du schon wieder alle Leichen aufs Feuer geschmissen? Ich weiß nicht, ob es alle sind, aber ein paar. Na, ich glaube, es sind alle. Oh, guck mal, der Vogel ist im Feuer gelandet, aber... Oh, scheint ein Phönix zu sein. Auf jeden Fall. Ein Möwenphönix, hallo. Verdammt. Eben. Hä? Ah, okay. So geht das also. Möwe down. Ja gut, wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ihr hört das Geschrei, es geht gleich wieder lustig weiter. Wir haben den Crossbow, wir haben die ersten Haie gesehen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschaikowski.